Herzlich willkommen zurück, Geigel. Dass ihr wieder mit am Start seid, hier zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2 im First Person Run. Ja, und wir sind hier immer noch in der Höhle beim Mental von Yarkendar. Und ich kämpfe mich hier einfach mal durch. So, zur Hölle habe ich jetzt nur noch die... Ah, okay. Dadurch, dass ich den Steinbrecher jetzt trage, habe ich natürlich die 6% Einhand-Talent-Bonus verloren. Das ist natürlich ärgerlich. Was haben wir hier? Bogenschütze. Naja, okay. Das ist jetzt natürlich ein Nachteil, aber für die Golems brauche ich die Dinger. Also die Steinkeule, glaube ich, dass ich... Die, glaube ich, mit denen besser die Golems besiegen kann. Mal schauen, ich kann es mal kurz testen. Keine Lebensenergieanzeige. Oh. Ja, moin. Okay. Wahrscheinlich müssen die wirklich erstmal aufwachen, sobald ich den Schatz genommen habe. Aber gut. Nicht so schlimm. Ich denke, dass ich die Golems bezwingen sollte. Notfalls, ich habe ja gespeichert. Gut. Ja, Ziel dieser Folge. Ich würde sagen, wir wollen versuchen, das Auge Innos zu retten. Aber ich denke, so einen kleinen Abstecher zwischendurch, das tut schon nicht weh. Das schadet niemanden, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, an den Golem kann ich mich gar nicht erinnern. Ich hatte immer nur 3 in Erinnerung gehabt, aber... Pass mal auf, jetzt kommt der Witz. Ich kann das hier gar nicht öffnen. Ich kenne Dietrich dabei. Ja. Okay. Fuck. Oha. Morgenstern, Gold und Gold. Let's do this. Guck mal, der nimmt Schaden. Sehr schön. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, jetzt werde ich sterben, weil... Das ist so ekelhaft. Gegen Golems zu kämpfen ist so ekelhaft. Wirklich, es ist so ekelhaft. So, nächster Versuch. Mit Goblins. Der Golem ist erstmal beschäftigt. Okay, die Golems, ich lass sie. Oh, die haben den platt gemacht tatsächlich, wie krass. Okay, das Ablenkungsmanöver hat gereicht. Sehr gut, ausgezeichnet. Ah, jetzt da. Okay. Ich schicke euch zurück in Belias Reich. Ja, haben wir die Erfahrungspunkte hier auch mal abgeholt. Ja. Bewegen uns jetzt entspannt. Warte mal, was wir tatsächlich noch machen könnten. Ich glaube, da hinten waren noch Viecher. Erstmal war hier noch ein Bett. Ja, das werde ich jetzt nochmal aufsuchen. Ich glaube, nee, wobei da hinten habe ich schon aufgeräumt. Okay, wir bewegen uns dann jetzt hier quasi straight zum Sonnenkreis. Ausgezeichnet. Also so schön es hier auch ist, aber das ist so eine Gegend, hier würde ich mir kein Haus bauen wollen, ehrlich gesagt. Oder wohnen wollen, besser gesagt. Dafür ist es mir hier ein bisschen zu unheimlich. Obwohl ich es eigentlich mag, aber... Also ich würde es nicht alleine machen wollen hier.
hier wohnen in der Ecke. Wenn ich irgendwie auch in so einem Jägertrupp wäre, die sich hier niederlassen würden oder so. So 3-4 Mann insgesamt, gut ausgebildete Schützen, das wäre schon cool. Dann würde ich das hier auch machen, aber alleine wäre es mir ein bisschen doch zu creepy, muss ich sagen. Die Gegend wäre mir zu verlassen, zu weit weg vom Schuss. Ah. So. Haben wir daneben hier einen ordentlichen Humpen Wasser vorbereitet. Leute, stay hydrated, Wasser ist wichtig. Vielleicht habe ich ja Glück und nach der Aufnahme ist es einfach so ein Humpen Wein. Das wäre cool. Wenn irgendjemand mein Wasser in Wein verwandeln könnte. Oh. Wobei, warte mal, jetzt kann ich die Waffe ja mal wieder wechseln. Ins Schwert. Boah, Level up. 3000 bräuchte man noch. Könnten wir in absehbarer Zeit hinbekommen. Wäre ganz cool. Achso, und was auch geschrieben wurde unter einer der letzten Miental-Folgen, die hochgekommen sind, letzten Tage, dass man bei, wenn man sich in ein Tier verwandelt und ein Level absteigt, dass man zwar schon die Lernpunkte bekommt, aber eben keine Lebenspunkte mehr dazu. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Muss ich mal drauf achten. Aber ja, ich finde, das ist für mich verkraftbar, weil durch Alchemie kann man das halt wieder ausgleichen, beziehungsweise durch das Beten bei Daron kann man dem vorbeugen. Also das ist jetzt für mich nicht so dramatisch. Wenn man da mal 20, 30 Lebensenergiepunkte nicht bekommt, dann kann ich damit eigentlich ganz gut leben, so. Zumal man das ja auch durch ein Amulett oder ein Artefakt, anderes Artefakt wieder ausgleichen kann, so den Verlust dieser Lebensenergiepunkte. Und dann ist man am Ende auch wieder bei plus minus null und das ist für mich, reicht für mich völlig, also das ist okay. Hat Grimwald irgendwas zu sagen? Hat er hier jemanden vorbeirennen sehen? Was ist eigentlich mit diesem Gras hier drüben los? Das ist ein bisschen krass. Krasses Gras, glaube ich, hier. Hallo, Grimwald. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Okay. Ich glaube, mit denen zu sprechen bringt eh keine Erfahrungspunkte. Das höre ich zum ersten Mal. Aber ich probiere es mal. Vielleicht gibt es ja doch Erfahrung. Aber ich meine eigentlich nicht, dass es. Ich glaube, dass es keine gibt. Hey, du! Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig, er mag keine Fremden. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ach ja, wen denn? Dich. Ich mach dich fertig! Oh, 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 die machen Damage. Okay. Oh fuck. Nee, das schaffe ich glaube ich nicht. So ein dämlicher Mistkerl. Nee. Das ist nichts geworden. Okay, die beiden Trottel bringen mir eh nichts, also kann ich da auch genauso gut ein paar Goblins ins Rennen schicken. Okay, das hat leider nicht so viel gebracht. Ah, der bietet den Wacker die Stirn. Haha. Okay, ein bisschen was hat's trotzdem gebracht. Mein ganzes Mana zu wasten. Nettes Schwert, das nehme ich. Okay, nackt. Da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen Mana vergeudet, aber nur ein bisschen. Ah, siehste, ich brauche jetzt gar keine Heiltränke mehr. Ich kann ja alles per Heilzauber jetzt regeln, aber... Ah, gut, komm, das fülle ich jetzt mal noch hier mit Tränken auf. Will ich jetzt mal nicht so geizig sein.
muss er jetzt auch respektive auch Mana-Tränke sparen. So. Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht in Bälde mal wieder ein paar Mana-Tränke brauen. Nur dann zaubern, wenn es absolut notwendig ist. So, in die Höhle da hinten könnte ich nochmal reingucken. Ich glaube, das wird aber gefährlich werden. Sollte ich mir eine andere Rüstung anziehen. Sind da drin die Skelettkrieger? Ich glaube, die tun weh. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren, aber dürften ein 3 oder so sein. Plus. Ich glaube, plus Schattenlord wird das, glaube ich, nicht so easy, aber was? Oh shit, das sind 2. Sehr gut. Das war gut, liebe Freunde. So viel Schaden haben die gar nicht gemacht, wie ich befürchte. Sehr gut. Kann man schnell heilen. Komm, vielleicht schaffe ich es in einem Rutsch. Ist aber nur der eine, oder? Schattenkrieger, fuck. Und jetzt sind die Goblins natürlich weg. Okay, ich versuch's. Alter, keine Chance. Ich mach dem ja gar keinen Damage. Warte mal, ich habe da noch Untot vernichten. Das könnte ich noch verwenden, glaube ich. Das ist jetzt hier ein guter Moment für Untote vernichten. Das ist, glaube ich, gerade... So, okay. Ich glaube, das würde mir jetzt gerade mehr helfen. Okay. Wo habe ich das denn... Müsste sogar mehrere Spruchrollen theoretisch davon haben. Hä? Bin ich so blind? Da, da. 6 Stück. Damit sollte das Ganze kein Problem sein. Ich glaube, so ein Schattenkrieger bringt auch irgendwie 500 Erfahrungspunkte oder so. Wenn die normalen Skelette schon 300 bringen, wird so ein Schattenkrieger bestimmt 500 bringen. Nehme ich mal an. 400. Aber dafür 2-mal. Jawohl. Da haben wir das Level up. Sehr gut. Hier haben wir auch noch fette Beute. Sehr schön. Ja, das war eine gute Ausbeute. Und das Level up ist auch drin. Das heißt, wir können jetzt wieder im Kloster, nochmal den Feuersturm als Rune lernen für den Kreis 3. Der wird mir, glaube ich, im Minental wirklich helfen. Da freue ich mich schon drauf. Ausgezeichnet. Warum ist das ein Suchender? Ich habe gerade irgendwo jemanden Schwert ziehen gehört. Kann auch sein, dass das jetzt gerade nur Einbildung war, aber... Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Zauber hier alle nutzen möchte. Ehrlich gesagt eigentlich nicht, weil solange ich das so hinkriege ohne, ist das eigentlich ganz gut. Gut, aber die 2 kann ich jetzt mal nutzen. 2 Skelette per Spruchrolle beschwören.
Mann. Wofür habe ich eigentlich gerade 150 Erfahrungspunkte bekommen? Ach so, weil ich aussehen so ein... Ah, ich habe noch ein Gegner. Ich habe auch noch ein gegnerisches Goblin-Skelett. Verstehe. Ah, schön, Mana-Essenzen, sehr gut. Kann er noch mehr suchen in der Umgebung, oder? Da, noch einer. Guck mal, hier ist auch noch eine Steintafel, geil. Das hat jetzt doch wehgetan. Ah, Lebensenergie-Steintafeln. Sehr geil. Auch wenn es nur 5 sind, aber... Kleinvieh macht ja bekanntlicherweise auch Mist. Nutzen wir unseren tollen Heilzauber. Der mich kaum Mana kostet, aber dafür unheimlich viel Lebensenergie wiederbringt. Tja, diese Mitte dort jetzt wird natürlich ein bisschen tricky. Mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, ich muss aber trotzdem erstmal da hingehen, damit mich so ein Suchen da ansülzt. Ach ja, das wusste ich, dass das jetzt passiert. Das wird jetzt ein Problem. Andererseits, nee, wird's nicht. Die töten die Goblin-Skelette einfach. Oh. Oh, shit. Kann sein, dass ich jetzt sterben werde. Yep. Und weg hier. Wobei, einen da rauszufischen, wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Okay, na mal gucken. Vielleicht bietet sich jetzt hier ein Golem an. Wobei ich auch nicht weiß, wie genau ein Golem gegen die aushält. Habe ich noch nie so richtig probiert, ein Golem gegen Suchende einzusetzen. Aber ich glaube, die waren schon relativ stark. Vor allem, weil so ein Golem die ja auch wegkickt. Wegschlagen kann. Das ist schon gar nicht so schlecht. Das sind jetzt halt 3 Stück. Ich glaube, das wird ein bisschen unangenehm. Aber gucken wir mal. Ich glaube, ich sollte jetzt auch... Wobei... wenn ich jetzt natürlich meine Artefakte ablege, habe ich natürlich einen Nachteil im Nahkampf. Dann nützt mir das auch nichts, wenn ich gut geschützt bin, glaube ich. Ja, ich glaube, ich beschwöre einen Golem. Ich denke schon. Ich kann ja wegrennen im Zweifel. Ich muss nur den Tagebucheintrag kassieren. Glaube ich jedenfalls. Quatschen wollen oder halt nicht? Du kommst zu spät. Wir haben das Kugelinnerst zerstört. Auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses Unterfangen es doch war, den Meister herauszufordern. Geil, Alter, der Golem ist mega.
Wobei da draußen rennt noch einer rum, ne? Was ist mit dem los? Okay, ich frag besser nicht. Ich nehme den Kill danken mit. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott. Jetzt frage ich mich schon fast, ob das jetzt wirklich nötig war, den Golem zu beschwören. Aber gut, egal. Ich habe es jetzt gemacht. Ich werde jetzt nicht nochmal neu laden, um das zu testen. Aber so, Auge Innos habe ich eingesammelt. Sehr gut. Ah, hier soll noch Dragomirs Armbrust, die ich noch brauche. Hervorragend. Ja, das war doch eigentlich ganz erfolgreich. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Ich glaube eigentlich, vielleicht schaffen wir es sogar noch eine Stufe aufzusteigen. Vor dem Mintal-Besuch wieder vom nächsten. Vielleicht schaffen wir das sogar. Das wäre natürlich krass. Gerade wenn wir das Ritual machen müssen. Wir müssen Bennett noch aus dem Knast holen und so Sachen. Vielleicht könnten wir das wirklich noch schaffen. Vorher sogar. Das Mintal, eine Stufe aufzusteigen. Also ich würde jetzt noch dieser Höhle hier, dieser Mini im Besuch abstatten. Und dann teleportiere ich mich, glaube ich, erstmal ins Kloster zurück. Und gebe quasi Bescheid. Keine Kadaver für dich und für dich auch nicht. So. Eine geheimnisvolle Truhe. Naja, gut, okay. Der Bergkristall, damit kann man vielleicht noch irgendwie einen Zauber herstellen oder so, aber sonst geht's so. So, der Kollege ist hier immerhin an der Flasche gestorben. Der hat's nicht einfach gehabt hier. Ihm wurde einfach ein Schwert in den Kopf gejagt. Armer Typ, und da ist noch ein bisschen Fleisch an seinem Bein. Das finde ich ist so ein geiles Detail, dass dieses Fleisch hier am Knochen so platziert wurde, damit man denken könnte, es ist noch ein Rest. Stück Fleisch von seinem Bein. Das ist einfach Schinken und rohes Fleisch. Hm, den esse ich auf jeden Fall. Lecker. Oh, an die konnte ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Oh, fuck. Muss erstmal los, Leute. Holy, die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ja ganz vergessen. Shit. Okay. Ich glaube, 3-4 Goblins könnten das Problem lösen. Gut, wir gehen mal auf Nummer sicher und machen 5. Alter, es geht ab. Die sind robust, die Skelette, das muss man einfach sagen. What the fucking hell? Medarion? Was geht denn hier bitte ab? Was macht denn Medarions Leiche hier? Hä? Das muss ein Bug sein. Was? Okay. Was zur Hölle? Das... Okay. Das muss ein Bug sein. Wieso liegt seine Leiche? Wieso... Das verstehe ich nicht. Kann mir das einer erklären, wie das sein kann, dass seine Leiche hier... Wahrscheinlich ist es ein bisschen fehlplatziert. Eigentlich sollte die Leiche höchstwahrscheinlich hinter diesem Felsen hier sein, weil das die Kapitel 1 und 2 Medarion NPC-Figur ist. Und ab dem dritten, oder ab dem Zeitpunkt, wo ich ja in Jaken da war, sind ja die Wassermagier aus dem Teil der Welt verschwunden. Was ich jetzt mal kurz testen kann. Ich entkoppel mal kurz die Kamera. Ich bin weg. Ja, hier sind nämlich alle anderen Wassermagier aus
Kurines quasi. Und hier steht auch Pedro. Der Schelm. Und hier sind alle Wassermagier, die quasi, ja, in dieser World waren und nicht in der Add-on-World. Die sind jetzt alle her. Und die Leiche muss aber, die muss aber da drin liegen und nicht hier draußen. Das ist wild. Okay, gut. Interessant, interessanter Fund. Aber ich habe jetzt echt ganz schön dumm aus der Wäsche geschaut. Das könnt ihr mir glauben. War ich jetzt kurz etwas verwirrt, aber gut. Haben wir die Höhle hier auch aufgeräumt jetzt. Ja. So, teleportieren wir uns ins Kloster. Nix. Das Kloster hier. Halt, stopp. Ah doch, ich habe die Robe an. Gut. Nicht, dass ich mich jetzt in der Banditenrüstung da hin teleportiere und Milton denkt so, ah, ein Bandit. Das wäre übel. Ich gehe jetzt erstmal zu Hyklas und lerne erstmal die Rune Feuersturm. Kleiner Feuersturm. Glaubst du wirklich? Ja, das glaube ich echt. Wirklich. Ja, sehr dolle sogar. Oder warte mal, vielleicht kann ich einen vierten Kreis der Magie. Hey, du. Warte mal, das speichere ich vorher. Aber ich glaube noch nicht, dass das gehen soll. Ich glaube, das geht erst, sobald wir das Auge Innos repariert haben. Vorher geht das, glaube ich, nicht. Du. Weil wir müssen ja erstmal ins vierte Kapitel. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Noch ist es nicht so weit. Oh. Ich warte erstmal noch kurz mit dem Lernen vom Feuersturm. Geht's erstmal kurz die schlechte Kunde verbreiten, dass das Auge Innos zerstört ist. Warum erfahre ich das jetzt erst? Weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Da liegt der Merdarion dort in dieser Höhle als Leiche. Ich gucke ja nicht richtig, ey. Heile mich, Meister, denn ich bin besessen. So sei es. Nimm diesen Trank. Er wird dich von deinen bösen Träumen befreien. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Handel in seinem Sinne und hüte dich vor dem bösen Blick des Feindes. Ich finde es halt auch einfach gut, dass ich nichts bezahlen muss. Als Söldner oder so muss man ja, glaube ich, eine Spende übergeben. Aber ich hätte es witzlos gefunden, wenn ich das jetzt auch als Feuermagier hätte machen müssen. Andererseits hätte es mich auch nicht gewundert. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich! Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Warum gerade Vatras? Das Privileg der Robe ermächtigt dich nicht, meine Anweisungen in Frage zu stellen, Bruder. Vatras ist ein Diener Adanos. Allein das Wissen der Wassermagier wird uns in dieser dunklen Stunde Klarheit verschaffen. Das ist alles, was du wissen musst. Ich stelle nur Fragen. Na gut, okay. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Okay, cool.
Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir die 15 Lernpunkte auf den Kopf stellen und ja, dann mal in die Stadt zum Vatras pilgern. Bleibt gesund, bis zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne ein Like da, folgt mir auf Twitch. Macht's gut und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Oi.